So, und damit willkommen zu diesem Teil, eine 40 Quadratmeter Wohnzimmerdecke tapezieren, und zwar mit Spezialvlies, in diesem Fall das von Setta. Wie das geht, was man da beachten muss und ja, wie das dann im Endeffekt aussieht, das seht ihr in diesem Video. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Und damit willkommen beim Baustampfer. So, wie gesagt, ich habe hier dieses Setta Profivlies 150. Da gibt es viele Alternativen von anderen Marken auch. Ich nutze das, weil ich das bei meinem Großhändler bekomme. Meinem Lieblingsgroßhändler Waba. Viele Grüße an der Stelle gehen raus. Ja, ich klebe das Ganze mit dem Glasfaser-Gewebekleber und nicht mit einem Fließkleber, wie man auch machen kann. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden, was ihr dann haben wollt. Also mir ist es wichtiger, dass das Zeug gut klebt. Ich bin damit immer gut gefahren und schon seit vielen, vielen Jahren bin da sehr zufrieden mit. Da habe ich zwei Eimer, das heißt einmal das Originalgebinde, was unverdünnt ist, und das zweite Gebinde, wo ich dann halt ein bisschen Wasser reinmache, so ein kleines Schlückchen. Deswegen getrennt, weil das mit Wasser auch mal schlecht werden kann. Deswegen füllt das immer ab, dass, wenn euch das schlecht wird, dass da nicht die ganze Masse betroffen ist, sondern nur das, was hier drin ist. Ich fülle mir auch immer nur so viel ab, wie ich dann verarbeiten kann. Tapeziert wird das mit einem Tapezierspachtel. Das ist ein ganz normales Kunststoffgerät, mit dem man das festdrückt. Das gibt es auch in vielen verschiedenen Ausführungen. Wir haben hier einen Zollstock auf dem Boden liegen, der liegt hier nicht ohne Grund. Denn ich werde zuvor diese Bahnen auf den Boden schmeißen und mir der Länge nach ausmessen. Ihr könnt das auch auf dem Tapeziertisch machen oder irgendwo anders, wo Platz ist. Ich mache das deswegen, weil diese Decke hier, wie gesagt, ziemlich groß ist. Deswegen muss ich über die kürzere Ebene gehen. Die ist 5,10 Meter lang, und 5,10 Meter ist lang genug, dass die Arme halt lang werden. Deswegen messe ich mir das hier aus und schneide mir wirklich so um die 5,10 Meter zu. 5,05 Meter ist das bis zur Kante, bis zur abgehängten Kante, und ich mache einfach 5,10 Meter. Dann habe ich einen minimalen Verschnitt, dass ich da vorne ein bisschen ausgleichen kann. Und dann habe ich aber auf der Hälfte der Decke dann nicht mehr so ein Gewicht in der Hand, was ich dann konstant tragen muss, sondern halt weniger, und am Ende ist es dann fertig. Es ist einfacher, wenn man sich das vorher einmal zuschneidet. Rollen wir es mal aus, einfach so auf den Boden legen. Ganz wichtig hierbei, sorgt dafür, dass der sauber ist, also dass hier nichts irgendwie an Krümmeln liegt, vor allem Krümmeln nicht, die euch dann irgendwelche Macken in das Vlies hauen. Also einfach schön sauber, glatt im besten Fall, und dann könnt ihr das Ganze hier anlegen. Am Ende habe ich immer irgendwas liegen, ein Glätter oder irgendein anderer Gegenstand, den ihr da drauf stellen könnt. Ich habe jetzt hier eine Wasserwaage, die packe ich mir aufs Ende drauf, damit das nicht mitrollt, und dann gehe ich hier erstmal dran lang, und da ich ja hier diese Bahnen habe mit dem Milchtütenpapier, habe ich hier die Kante der Bahn. Und danach richte ich das jetzt aus, dass ich das dann da hinten möglichst im Winkel schneide. Das sind dann so Feinheiten, das muss im Prinzip nicht sein. Ihr könnt einfach sagen, hey, wir ballern da 5 cm mehr Verschnitt drauf, dann ist das halt auch so. Wie ihr das möchtet, ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. So, dann rolle ich das bis zum Ende einmal durch. Wenn ihr hier am Ende angekommen seid, dann habt ihr hier die Kante oder die Länge des Raumes. Für die erste Bahn nehme ich die Flucht von der Kante hier hinten und ziehe die einfach hier rüber. Das ist ungefähr hier. Da brauche ich jetzt noch nicht mal hier sowas zum Anlegen. Also ich schneide da jetzt nicht so eine perfekte Linie, sondern ich sorge jetzt einfach dafür, dass das richtig aufgerollt ist. Und dann gehe ich hier so dran lang und nutze praktisch diese Rolle als Führungskante. Ich schneide nur leicht. Leicht nur deswegen, damit ich hier nie in den Boden schneide. Wenn das irgendwo hakt, dann reiße ich das kurz ab, also im Winkel abreißen, wie Papier halt oder eine Zeitung, also einfach im Winkel auseinanderreißen. Cutterklinge immer wieder reinmachen, dass sie nicht offen hier rumliegt. Warum nicht? Weil ihr könntet zufällig mal zack dagegen oder da rein, wie auch immer. Macht ihr lieber zu oder legt sie so, dass man auf keinen Fall rankommt. Dieses Werkzeug, was hier liegt, das bleibt hier liegen. Das sorgt dafür, dass der ganze Kram nicht wieder zurückrollt. Und jetzt gehe ich wieder ans andere Ende und lege die nächste Bahn da an. So, jetzt wieder gleiches Prinzip. Ich packe das hier bis zum Ende. Es kaut soweit überall hin. Jetzt gibt es eine Sache, die ich immer ganz praktisch finde. Ich nehme jetzt die erste Bahn als Kontrolle, ob die hier richtig liegt. Und zwar, indem ich diese Bahn einfach ein Stück nach innen hier drauf lege. Und jetzt kann ich hier dran lang gucken und sehe, ob die aus der Flucht läuft oder nicht. Jetzt weiß ich, okay, die ist schön gerade. Und jetzt kann ich hier meine Bahn einfach so ein Stück nach innen weiter versetzen. Ich brauche hier einige Bahnen, und so gehe ich jetzt hier weiter vor. Gucken, dass keine Luft hier drin ist. Und jetzt nehme ich einfach wieder die Kante, und also man kann hier durchgucken und sieht das. Das heißt, ich schneide jetzt hier einfach grob dran her. Diagonal abreißen,
schützen. Und das gleiche nochmal von vorn. Und da wären die fertig zugeschnittenen Röllchen. Da habe ich jetzt erstmal 8 Stück fertig. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Ansonsten gerne einen Daumen nach oben oder abonniert den Kanal oder beides. Dann helft ihr mir, dem Kanal und auch anderen Leuten, weil die Videos dann eher finden. Dankeschön an der Stelle und jetzt viel Spaß. So, jetzt geht es erstmal hier mit der ersten Bahn einmal dran lang. Das Konstrukt drücke ich gleich davor. Ich werde jetzt erstmal den Kleister da drauf schmeißen. Er ist soweit fertig angerührt, ein bisschen verdünnt, dass es so etwas geschmeidiger ist und sich besser über die Fläche ziehen lässt. Hierfür nutze ich dann eine längere Verlängerung, dass man hier wirklich auch schön in die Breite gehen kann. Bei der Decke sollte man schon das längere Stück nehmen. Ich fange jetzt erst mit dem Kätzchen hier an und gehe einmal außen an den Kanten dran lang und danach rolle ich mit der großen Rolle die Fläche zu. Ich habe mir da einen Strich hingemacht, zwar genau den hier. Das ist dann ein gleichmäßiger Abstand zur Wand, weil ich lege jetzt an dem Strich an und gleiche die Ungleichmäßigkeiten auf der Wand damit aus. Die geht nämlich an der Stelle mehr in den Raum rein, hier fällt sie weiter bei und der Strich ist jetzt so ausgerichtet, dass ich, wenn ich da dran lang gehe, hier vorne ein bisschen weiter entfernt bin und da näher an die Wand dran komme. Ich werde übrigens doch erst mit der Rolle drüber gehen, also habe ich eben, glaube ich, falsch schon gesagt, weil das Gerüst jetzt hier nicht steht. Deswegen erst die Fläche eben zuschmeißen, dann schiebe ich das Gerüst wieder hier hin und dann gehe ich kurz am Kätzchen einmal außen rum. Weil ich ja Stuckleisten klebe, das heißt, ich bin relativ nah auch im Randbereich mit drin. Das sollte also nicht das Problem sein. Keine Sorge mit den Wänden hier, das wird auch noch gemacht. Also wenn ich da jetzt vorspritze, das ist nicht ganz so schlimm. Ansonsten würde man da eben eine Folie dran lang schmeißen, so wie hier mit den Möbelstücken, dass die auf jeden Fall geschützt sind. Wenn die Decke dann schön eingekleistert ist, so wie hier, ich habe das über den Strich so ungefähr 10-15 cm drüber gerollt, damit das hier schon mal benetzt ist, sorgt jetzt auf jeden Fall auch dafür, dass kein Durchzug oder irgendwie sowas existiert, weil euch dann der Kleister vorschnell trocknet. Das kann man auch ganz gut gegen Licht beobachten, dass der matt wird. Kein gutes Zeichen, deswegen grundiert sollte es auf jeden Fall sein. Macht da Tiefengrund drauf vor, dass das nicht so krass wegsaugt, vor allem im Gipsbereich. Aber so wie es jetzt hier ist, passt das sehr gut. Ich kleiste immer Bahn für Bahn, das heißt Kleistern, kleben und so weiter. So, dann fangen wir hier hinten mal an. Wie ihr das hier macht, ist im Endeffekt egal. Ihr könnt das in alle Richtungen so, wie ihr das für euch am besten könnt. Ihr könnt das nur mit zwei Leuten machen. Einer hält die Bahn und ihr haltet an. Ich habe mir die jetzt hier schon vorgeschnitten. Das heißt, ich brauche nicht so krass Gewicht halten, aber trotzdem kriegt man irgendwann einen langen Arm. Nehmen wir die jetzt so, dass ich die gut da dran packen kann. Ich habe hier meine Führungslinie. Lege ich die hier hinten an und zwar so, dass die von der Wand so circa 2 cm entfernt ist. Also einfach, dass diese Lücke, die es da eh gibt, die überklebe ich gar nicht, weil warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. So, den Tapezierspachtel, den habe ich in meiner rechten Tasche. Da ist normalerweise immer das Handy drin. Das ist jetzt raus. Denn jetzt ist der Platz reserviert für den Tapezierspachtel. Und jetzt gehe ich hier eigentlich nur noch dran lang und bringe die Tapete blasenfrei auf die Decke. Blasenfrei, indem ich halt das entweder hinter mir herziehe oder vor mir her schiebe. Beim Schieben müsst ihr allerdings aufpassen, dass ihr nicht umknickt und dann eine schöne Macke in die Tapete reinhaut. Also guckt da wirklich, dass die Auflage steil genug ist. Also nicht so, sondern eher so flach. Oder zieht die, das ist als Anfänger, glaube ich, ein bisschen besser. Falls sie hier am Randbereich mal drüber kommen sollte, dann wischt das irgendwie direkt irgendwo ab. Nicht, dass ihr den Kleister hier auf die Tapete schmiert, das nicht seht und dann beim Anstreichen merkt, oh, was ist das denn hier für ein Zeug? Weil das wird steinhart und das sieht man dann auf jeden Fall auch nach der Rollstruktur. Am Ende, hier haben wir die Tapeten-Eckschutzleiste. Da drücke ich einfach so ein bisschen mit dem Finger rein. Dann gehe ich hier an der Leiste dran vorbei. Und hier genau das Gleiche. Ziehe das schön stramm mit der anderen Hand, damit das auch wirklich bündig wird. So, das muss auf jeden Fall auch gut festgedrückt werden. Also so, dass es halt fest ist. Nicht, dass hier im Randbereich Luft drunter liegt. Und im anderen Bereich hier machen wir das einfach so ab. Zack. Ihr seht hier schon das Stück, was auf der Wand fehlt. Das ist das, wo die Stuckleiste später hinkommt. Das heißt, auch da passend vorbereitet. Das ist doch eine saubere Nummer. So muss das sein. Ja, und jetzt nur noch 25.000 andere Bahnen. Und weiter geht's.
So, und hier könnt ihr jetzt so sehen, wie das aussieht. Man gegen Licht guckt, es glänzt alles ganz schön. Wenn da irgendwo matte Stellen sind, dann wisst ihr direkt, okay, da müsst ihr nochmal drüber. Hier gibt es jetzt Strukturunterschiede, das heißt, ob ich jetzt nach rechts oder nach links rolle, das unterscheidet sich natürlich optisch, aber es ist alles am Glänzen, das heißt, es ist genug Kleister auf der Decke. So, ich habe jetzt leider keine Hand frei, um euch das zu zeigen. Auf jeden Fall, stellt euch das so vor, dass ich die Tapete jetzt ganz minimal auf diese Tapete drauflege. Also wirklich den Hauch eines Millimeters. Und dann ziehe ich hier ganz leicht und dann rückt die in diese Bahn und ist dann perfekt auf Stoß. Das hat den Vorteil, wenn das nämlich andersrum ist, ihr liegt. Da werde ich gerade angerufen, da kann ich leider nicht dran gehen. Was ich sagen wollte, wenn das Ganze umgekehrt ist, also ihr legt das erst auf die Decke und schiebt es dann ran, dann habt ihr das Problem, dass ihr den Kleister hier zwischendrückt. Und das ist von der Verarbeitung her nicht so schön, weil das nicht nur die Tapetenoberfläche versaut. Bei der Tapete geht es ja noch, die wird gestrichen. In anderen Bereichen wird es nicht gehen, weil wenn die dann sichtbar bleiben, dann drückt ihr euch den Kleister auf die Oberfläche. Und auf der anderen Seite ist das dann so, ja, ihr seht nicht direkt, ob das jetzt zu ist oder nicht. Und auf diese Art und Weise habt ihr kein Kleister hier auf der Oberfläche. Und ihr wisst auch direkt, okay, es ist zu, es passt. Und auch hier hat man wieder den Strahler mit dabei als Hilfe, weil der scheint über diese Naht. Ich hole euch mal näher ran, dann könnt ihr das Ganze mal sehen. So, hier haben wir jetzt den Schatten. Muss mich ein bisschen beeilen. Nicht, dass die hier fest schon passiert. Ich habe das Gefühl, die dehnt sich minimal aus. So, normalerweise, wenn ihr direkt dran seid, dann könnt ihr die sofort da reindrücken. Und danach ist das Ganze vernünftig geschlossen. So, die vierte Bahn ist dran. Langsam fange ich an zu schwitzen. Eine werde ich noch machen, dann ist erst mal Mittag und dann geht es mit dem Rest danach weiter. Und dann werde ich die Decke hoffentlich heute fertig kleben, damit ich morgen streichen kann. Und dann geht es mit dem Stuck weiter. So, ein gutes Stück weiter. Ich bin jetzt fast am Ende des Raumes angelangt. Da kann ich jetzt noch zwei Bahnen mit reinpacken. Die gehen bis zum Kamin und ein Stück drüber hinaus. Besser, als wenn es die andere Situation gewesen wäre, dass ich da noch hätte was anflicken müssen. So kann ich das einfach wegschneiden und dann geht es bequem in diese Richtung weiter. Dafür habe ich mir schon eine Bahn geschliffen, die den ersten Versatz kürzer ist. Die kommt dann danach auf das Zwischenstück. Und danach brauche ich im besten Fall nur noch eine Bahn. Aber ich würde mal sagen, gucken wir mal, wie das dann aussieht. So, den Kleister habe ich mir auch noch angerührt. Das heißt, der sollte bis zum Ende jetzt ausreichen. Hier liegen jetzt noch die zwei Bahnen, die ich brauche. Und dann würde ich sagen, ich mache mal direkt weiter. Jetzt sind wir hier an einer Stelle angekommen, wo es ein Stromkabel gibt. Und zwar aus der Decke hier. Genau da, wie wir sehen. Erstmal brauchen wir ein Cuttermesser. Das immer in der Tasche. Dann drücke ich das mit dem Finger hier bis davor und schneide rechts und links daneben so ein Stück ein. Anschließend ziehe ich das wieder ein bisschen zurück, dass es in der Luft hängt. Dann kann ich die waagerechte Linie schneiden und dann friemel ich das hier so leicht einmal raus. Ich schneide das wie so ein langes Rechteck ein. Und zwar so lang, dass ich die Rüsterklemme hier einmal durchziehen kann. Dann tüdel ich das hier einmal durch. Gucke, dass ich die Bahn hier nicht zu sehr verreiße. Und glätte das Ganze jetzt hier wieder bis zum Kabel an. Die Feinheiten hiermit, die kommen gleich, wenn ich die Bahn bis zum Ende geklebt habe. Gebt mir eine Minute. Hier am Ende. Abgeschnitten.
so dass es schön bündig ist, dass da keine Kante entsteht, die dann eventuell abreißen kann. Das muss auf jeden Fall schön glatt sein. Wenn ihr die Bahn dann dran habt, dann könnt ihr nochmal die Nähte abgehen und wirklich gucken und auch mit den Fingernägeln nicht so, sondern so prüfen, indem ihr die Nägel direkt über das Vlies gleiten lasst. Und wenn ihr dann nicht vor die Bahn stoßt, dann fühlt sich das gut an und dann ist die Naht wirklich auf Stoß geklebt. Weil die soll ja mit der Tapete zusammenstoßen und nicht mit eurem Fingernagel. Achso, und hier, das gucken wir uns jetzt aus der Nähe an. Da haben wir jetzt das kleine überstehende Papier hier. Das schneide ich jetzt so ab, dass es nicht mehr stört. Kommt der Kleister hier noch weg. Und dann mache ich das mit dem Spachtel bündig da dran gedrückt. Einmal rundherum. Und danach sollte das nahezu unsichtbar sein. Das wird dann gestrichen und hier kommt ja dann noch so eine Kappe drüber und ab der Kappe, dann dürfte das doch auf jeden Fall gut passen. So, wir sind endlich am Ende. Jetzt ging ich schon rein. Wir sind endlich am Ende angekommen. Und ich habe hier ein kleines Rollchen. Das sieht aus wie etwas, was ich vorlesen möchte, auf irgendeinem Papyrus geschrieben. Aber ich schmeiße es jetzt einfach in die Decke. Also das, was hier drauf ist, das wird nie jemand lesen. Auf jeden Fall habe ich mir das zugeschnitten. Da auf dem Bogen einmal hier die Länge nach und dann einmal die Breite. Das sind jetzt da hinten an der weitesten Stelle knapp 40 cm Knirsch. Ich habe jetzt so 38 bis 39 genommen, das passend zugeschnitten. Und jetzt gehe ich da einmal dran lang, schön hier von da nach da in die Ecke, cutte dann die letzten Stücke raus und dann ist die Decke soweit tapeziert und kann endlich trocknen. Aktuell haben wir eine Luftfeuchte von 90%. Und damit wäre es geschafft. Die Decke ist tapeziert. Das Wohnzimmer hat jetzt eine neue Tapete an der Decke. Und auch wenn es schwierig ist, die Größe ja auf der Kamera so festzuhalten, so habt ihr mal so einen ungefähren Eindruck, wie groß das hier ist. Dem geben wir jetzt erstmal einfach Zeit zum Trocknen. Ansonsten kümmere ich mich dann als nächstes um den Anstrich. Das heißt, die Decke wird einmal komplett gestrichen bis zum Randbereich. Und danach setze ich die Stuckleisten. Warum das? Also kann man es auch andersrum machen? Ja, auf jeden Fall. Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, zuerst die Stuckleisten kleben. Das heißt, dann habt ihr die Tapezierarbeiten abgeschlossen, klebt die Stuckleisten, versiegelt die Ecken und Kanten und dann streicht ihr alles komplett. Das kann man machen. Oder man sagt, okay, man streicht die Decke komplett und klebt dann die Stuckleisten und streicht die dann einfach nach. Wenn es die gleiche Farbe ist und ihr dann aufpasst, dass ihr nicht mit dem Pinsel über die Decke da klatscht, dann geht das auf jeden Fall auch. Das hat den Vorteil, jetzt gerade bei dieser Größe, dass man den Raum, also im inneren Bereich, auch jetzt schon nutzen kann, wenn es gestrichen ist, als wenn man jetzt wartet, bis die Stuckleisten geklebt und bearbeitet sind und gestrichen sind und dann alles weiter. Also das dauert halt noch ein bisschen länger. Deswegen, wenn ihr die Decke erst fertig macht, dann könnt ihr zum Beispiel auch schon abdecken oder mit Putzen, mit Einrichten, wie auch immer anfangen. Man hat dann so ein paar Zeitvorteile. Wenn ihr keinen Zeitstress habt, dann ist es egal. Ich würde sagen, ich packe jetzt hier mal zusammen und hoffe, dass euch das Tutorial hier gefallen hat. Falls Fragen da sind, also wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was ihr noch gerne wissen möchtet, wenn irgendwas fehlt, wenn ich was nicht gezeigt habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dass ich darauf eingehen kann. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen guten Tag und sage bis zum nächsten Videos. Tschüss.